So, direkt mal zwei Großkampfschiffe bauen. Warum nicht? Was mit Kreuzern? Ich brauche mehr Curry-Klasse-Dinger. Apropos, die konnte ich auch direkt mal mit Geschwadern auffüllen. Und ich glaube, da versuche ich mir nochmal das Piratending zu holen. Weil jetzt echt mit Geschwadern, die können, glaube ich, gegen die Verteidigungsdinger, gegen die Verteidigungsplattformen sehr gut. Ja. Ich glaube, das geht sehr gut. Und Engage. War mit dem Timing nicht ganz richtig, aber naja. Guck mal, wie dünn die Phasenlinie ist. Ah, ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug Rohstoffe. Nein, ich muss den Knopf drücken. So, ich kann hier, denke ich, mal keine. Das ist immer noch temporary. Ich kann hier, denke ich, mal keine Sachen bauen, abgesehen von der Sternenbasis. Aber ich kann's, kann ich die Sternenbasis eigentlich benennen? Geht das? Ach, das sind die Namen von den Sternen. Wieso haben die alle so russisch klingenden Namen? Warum heißen die wenigstens Starbase irgendwas? Moment. Es passt zwar. Na, die ist noch gar nicht fertig, aber gleich. Es passt zwar eigentlich gar nicht, aber irgendwie doch schon, weil da ein Wurmloch ist. Ich meine, wer Star Trek kennt, wird jetzt wissen, wie ich das Ding nennen möchte. Wie Warp Signature is detected? Wo denn? Ach, mach mich doch nicht verrückt. Ich sollte vielleicht mal eine Rohstoffraffinerie bauen. Jetzt, wo ich keine logistischen Slots mehr für irgendwas benötige, von wegen Forschung und so. Ist das eigentlich eine gute Investition? Gleich zwei Raffinerien hier. Station complete. Unable to complete. Und zerstört. Approaching Erde. Ach so, ich wollte schon sagen, das passt, kann doch gar nicht sein. Aber ich habe hier viel zu wenige Torpedo-Plattformen. Ich nenne die jetzt. Ich hoffe, das passt. Nein, ich muss es so schreiben. Fuck you too. Und dann nenne ich das hier. So. Und den Rest müsste ich einfach irgendwelche Random-Nummern geben. Na, das passt nicht. Aber hier passt es. Oder? Nee, auch nicht wirklich. Ich bin mir sicher, dahin. Das ist ein Asteroidenfeld, das passt. Alles klar. Weil ich es gestern noch gesehen habe, so. Mal ein bisschen Planeten benennen. So, gucken wir mal. Ich habe doch echt. Ich habe zwei Großkampfschiffe in Auftrag gegeben. Die dürften doch inzwischen fertig sein, oder nicht? Wo habe ich sie überhaupt? Ich sehe die nicht. Ah, jetzt haben sie inzwischen mal angefangen, das Schiff zu bauen. Aha. Und jetzt sind wieder die Klingonen. Ich habe, glaube ich, mir zu wenig Planeten geholt. Ich brauche wirklich diesen Planeten da drüben. Wow! Ach, die können sich Verstärkung rufen. Ich dachte schon, was war das denn? Also ich muss wirklich verhindern, dass die noch stärker werden, weil die Piraten mit der Zeit stärker. Wobei, die bleiben die ganze Zeit hier drauf.
Aber wenn die erstmal richtig heftig sind, dann. Ich glaube, die wurden auch inzwischen geupgradet mit der neuen Version. So, einfach mal untersuchen. Nicht, dass hier irgendwas, ja, irgendwas Wichtiges ist, was ich vielleicht wissen sollte. Abgesehen davon. Das müsste sie sein, oder? Das müsste die Phönix sein. Also das Schiff von dieser einen Folge, an die ich mich gar nicht mehr erinnere. Na, ach verdammt. Extend Shields muss trotzdem gehen. Es verteilt ja den Schaden auf alle Schiffe in der Blase. Das passt eigentlich sehr gut. Dieses Schiff ist einfach mehr halt zum Unterstützen da. Und dieses Schiff ist, glaube ich, mehr die Kriegsvariante davon. So, Phönix und Dark Phönix. Woraus ich nicht ganz schlau wäre, ist die Challenger-Klasse. Was macht die? Ich glaube, soll ich das richtig verstanden habe, erhöht die ja, die Kultur. Aber naja, das hier sollte ich vielleicht erforschen, weil es mir das Vorteile auf dem Markt bringt, wenn ich das richtig verstehe. Also ich glaube, damit, dass ich mehr Credits verdiene, wenn ich Sachen verkaufe. Und Market Price Adjustment. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Also ich weiß schon, was es heißt, aber ich nicht weiß, was es bedeuten soll. Also vom Englischen her verstehe ich es schon. Research complete. Nein, das ist es. Die Zurich. Ganz ehrlich. Shield Disruptor. Genau die Fähigkeit habe ich eigentlich gesucht. Das heißt, das eine Schiff kann Schilde erweitern und das andere kann Schilde ausschalten. Voll gut. Aber jetzt brauche ich noch einen guten Namen, weil Zurich, das ist kein geiler Name, finde ich. Wie nenne ich das Ding? Nebula-Klasse. Und das Ding, ich finde eigentlich, dass die Nebula-Klasse, ich denke mal, es ist, dass die vom Design eigentlich mehr so der Nachfolger der Miranda-Klasse ist. Das heißt eigentlich, abgesehen von Nebula-Klasse, ne? Wir wissen ja, wo der letzte Kampf zwischen Kirk und Khan stattgefunden hat. Passt das eigentlich? Die neue USS Reliant. Wie sieht es mit dem Timer aus? Ich muss jetzt erstmal gucken. Weil ich habe gerade richtig Bock. Oh, noch 20 Minuten. Ich habe voll wenig geschafft. Ich greife da jetzt nochmal an. Diesmal mit zwei neuen Großkampfschiffen, mehr Schiffen der Kriegsklasse. Und generell so ein paar Upgrades. In der Zwischenzeit kann ich einfach mal mehr Rohstoffe sammeln. Ich finde es toll, mich alle in Ruhe lassen, einschließlich der Piraten, obwohl mein System direkt neben denen ist. Aber kopfgeldtechnisch sind die einfach komplett auf die Klingonen fixiert. Und die leben beide noch, oder? Ja, tun sie. Beide leben noch. Empire Ranking. Ja, mein Empire Ranking ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. And engage. Also vorausgesetzt, also bei großen Flotten können die sich nicht immer richtig ja, in Stellung bringen, dass alle wirklich gleichzeitig springen können. Ich weiß nicht, ob ich nicht einen Fehler mache, wenn ich diese Station zerstöre. Aber ich denke mal, die Klingonen werden und Romulaner werden trotzdem noch sich gegenseitig angreifen. Weil ich glaube nicht, dass die ihren Krieg alleine über die Piraten führen werden. Squadron reporting, Captain. Squadron reporting, Captain. Moving to intercept.
Ich brauche einfach mal alle meine Geschwader. Weil die können richtig was ausrichten gegen die. Wow. Wanderklasse. Ach, du bist entbehrlich. Ganz ehrlich, du bist sowas von entbehrlich. Und meine Flotten rasten richtig aus. Sie haben sogar schon teilweise angefangen, das Feuer zu eröffnen. Macht sich jetzt nur so meine, dass die anderen Verteidigungsplattformen ein Problem. Also wenn ich die Piratenbasis übernehmen möchte, dann sollte ich wirklich, die restlichen Dinger auch zerstören. Wobei ich fände es wirklich sehr interessant, wenn man es so machen würde, wenn man die Piratenbasis übernimmt, kann man die damit verbundenen Piraten auch kontrollieren. Ich finde, im Moment macht es viel zu wenig Sinn, abgesehen von diesem Credit-Bonus, die Mühe zu machen und eine Piratenbasis anzugreifen und zu übernehmen. Abgesehen vielleicht, um die Piraten wirklich loszuwerden. Wenn man sie dann aber als Werkzeug einsetzen könnte, vielleicht nicht einmal wirklich, dass man sie wirklich steuern kann, aber dass man vielleicht sagen kann, greif da an. Und dass sie vielleicht nicht die eigenen Einheiten angreifen. Zumindest die, die mit der Basis verbunden sind. Wenn ein anderer Spieler die Piratenbasis übernimmt, dann hören die Piraten damit halt auf den. Und greifen halt den auch nicht an. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit der Mod machbar wäre oder ob das erst im Kernspiel enthalten sein muss. Aber ich finde, es wäre geil. Und die, ich habe die Verteidigungsplattform überschätzt. Die können gar nicht so viel. Vielleicht auch wegen der ganzen Schild-Upgrades, die ich gemacht habe, aber. Das hier soll ich mal upgraden. Ich hab ja so viele Ressourcen. Einfach mal upgraden. Alles upgraden. Und gleich sind keine Ressourcen mehr da. Das ist so eine Sache dabei. Und ich habe schon wieder fast keine Rohstoffe mehr. Oh nein, Cory-Klasse stirbt nicht. Ich brauch doch den Ketchup heute Abend noch. Was heißt heute Abend? Es ist 23 Uhr. Morgen Abend brauche ich den Ketchup wahrscheinlich noch. Obwohl, morgen gibt es Kartoffelsalat, also. Ich glaube nicht, dass ich da Ketchup brauche. Okay, Carrie Klasse, du darfst sterben. Ich habe dir die Erlaubnis erteilt. Kann ich. Nee, stimmt. Titan kann man ja nicht mit upgraden am Anfang. Aber wenn der Titan zerstört wird, dann wird der nächste Titan, der gebaut wird, auch die volle Erfahrung vom alten haben. Das finde ich ehrlich gesagt sehr geil, aber auch ein bisschen overpowered, weil wenn man einmal einen Level 10 Titan hat, dann kann man den zwar zerstören, aber der nächste Titan ist dann wieder Level 10. Und ich glaube gerade der Borg-Titan ist auf Level 10 einfach nur richtig overpowered. Also ich glaube, den können höchstens vielleicht andere Titan und eine große Flotte stoppen. Also wirklich also Titan und eine große Flotte zusammen. Ich bin mal gespannt, ob es zu so einem großen Kampf auch erstmal kommen wird bei unserem Borg-Spiel, das noch geplant ist. Weil ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Borg uns entweder sehr früh fertig machen werden oder irgendwann einfach alles waschen wird. Weil ich glaube, die Borg sind am Anfang noch sehr verwundbar, aber später einfach sehr schwer aufzuhalten. Und ich finde, sie sollten wirklich halt so sein, dass man hinterher noch wirklich spannende Kämpfe mit denen machen kann, auch wenn man sie in Zeit lässt. Weil ich bin jemand, der sich Zeit lässt bei solchen Spielen. Und wirklich versucht, erstmal so weit zu kommen, dass es wirklich Großkampfschiffe gibt und sowas und Titanen. Und dass es damit dann richtig große Kämpfe gibt, als dass man direkt erstmal seinen Gegner mit einem Großkampfschiff, das man direkt am Anfang bekommt und möglichst vielen kleinen Schiffen erledigt. Was habe ich davon, bitte?
Rapid Launches. Oh, stimmt. Torpedo-Feuerfrequenz. Das wäre vielleicht auch gut. Warum will die das Ding bombardieren, ne? Normalerweise würde die Sternenflotte das nicht machen. Und damit gehört das Ding mir. Piratenbaron, ich habe ja nicht schon mal vorher eine übernommen. Keine logistischen Slots. Was ich aber wirklich brauche, sind jede Menge von diesen Verteidigungsplattformen. Und eine Sternenbasis. Und da seht ihr es. Planet Booty. Tax Income 3,5. Und wie sieht's aus? Das Ding ist killat. 4,4, ja. War irgendwie, ich brauche irgendeinen passenden Namen. Genau, das ist zwar nicht Star Trek, aber ich nenne es einfach. From Omega to Mars. From the Council to the City of Mars. Wer es kennt, Miracle of Sound. Sein Mass Effect Tribute zu Commander Shepard. Das sieht heißt übrigens wirklich Commander Shepard, einfach mal suchen. Und Omega ist einfach. Also ich finde Mass Effect ist wirklich sehr geil. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe nicht ohne Grund das Trilogie-Let's Play gemacht, aber ich finde es auch, dass es auch auf einer Ebene mit Star Trek ist. Weil es ist einfach davon abhängig, was man für Star Trek mag. Ich finde es Star Trek. Was für eine Art Star Trek man mag, was für eine Art Science Fiction man mag. Ich finde, Star Trek ist. Grundsätzlich ist es dieselbe Science Fiction. Also derselbe Typ, ne? Aber. Ich finde, dass Star Trek eher so ist, so ist die, so utopisch, von wegen so ist die Menschheit hoffentlich in 300 Jahren, also das ist ja so 300 Jahre in der Zukunft, von wegen, wir hatten zwar einen dritten Weltkrieg und eugenische Kriege, wo nicht, war das nicht dasselbe? Nee, ich meine, dritter Weltkrieg wäre später gewesen. Jedenfalls, und danach haben wir Warpflug und United Humanity. Und erst Kontakt mit anderen Spezies und wir machen voll die, hier, Prinzip die große EU auf. So United States of Earth und, Mass Effect ist halt, so ist es wahrscheinlich, wenn man bestimmte Sachen so mit einbezieht. Zum Beispiel, dass man auf dem Mars ein Alien-Archiv findet, wo ganz viele tolle Sachen drin stehen. Und ja, dann werden wir erstmal fast ausgelöscht. Das passt schon irgendwie ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob ich nicht die Aufmerksamkeit der Romulaner auf mich gezogen habe. Falls ja, wäre das aber ehrlich gesagt nicht so geil. Ich weiß nämlich nicht, ob ich dafür bereit bin. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das nicht hätte lassen sollen. Core Reinforcements. Oh, diesmal waren es nur 4 Schiffe, wollte ich mich verarschen, und dann auch 3 Norways und eine Miranda. Alles klar. Was habe ich erwartet? Ach nee, hier sind noch mehr. Oh, geil. Noch mehr Mirandas, ein paar Sabres und ein paar Steamrunner. Steamrunner sind ja so die Artillerieschiffe. Also ich bin begeistert. Sekundäre Hülle, ablative Panzerungen. Okay, dass die mehr Schiffe gleichzeitig angreifen können. Das ist auch gut. Aber ich glaube, die sammeln hier so gerade eine große Flotte. Ich muss wirklich etwas tun, weil das sonst. Sonst werde ich, glaube ich, gleich überrannt. Wieso verkaufe ich erst Titanium und verkaufe es dann wieder? Die Buttons sind echt nicht so geil. So, bauen wir eine Sternenbasis. Okay. Romulanische Schiffe fliegen direkt in die Flotte und werden hoffentlich jetzt ausgelöscht. So. Die ziehen sich zurück.
jetzt keinen Grund, da gleich zu folgen, ja? Dieser Ort ist noch nicht wirklich gesichert. Doch ich finde, eine Piratenbasis ist ein strategischer Vorteil, weil es einfach Geld gibt, aber... Und es bietet auch relativ viele taktische Slots, das heißt, man kann da auch gut eine Verteidigungsstellung einrichten. Aber sie ist auch leider sehr... Ja... Es gibt drei Orte, von denen man hin kann, vom Stern, von meinem Planeten aus, von da und von da. Das heißt, der ist so ziemlich im Kreuzfeuer. Deshalb heißt, der braucht auch diese ganzen Verteidigungen. Dadurch, dass ich die ganzen Upgrades habe, sind meine Schiffe technologisch eigentlich ziemlich überlegen. Ich denke mal, jeden 1:1 Kampf würde ich gewinnen. Meine klar, die Klingonen forschen natürlich auch so ein bisschen, aber... Aber, naja, ich glaube irgendwie nicht, dass die KI so weit geht. Oh, mich stört das ganz ehrlich, dass ständig irgendwelche Scouts hier hinfliegen. Kann das nicht mal jemand aufhalten? Mich irritiert, dass die Icons hier fehlen. Ach, mein Gott. Ich muss einfach mal merken, dass... So, einfach mal die Sternenbasen upgraden. Nein, upgraden. Das ist absolut notwendig. So, Altimus. Ich hoffe, dass da irgendwas gemacht wird, was Sternenbasennamen angeht. Meine wirklich kreativ war da Starfleet ja nicht. Es wäre aber irgendwie passend, wenn ich das Ding dann Citadel nenne. Also Handel, Konstruktion, Reparatur, Waffen. Ich habe fast, ich habe schon irgendwie die Hälfte meiner Credits ausgegeben. Ich brauche wirklich mehr Rohstoffe. Noch mehr Waffen. So, ich meine, mit diesen ganzen Upgrades dürften meine Schiffe auch relativ viel aushalten. Und gut austeilen können. Sovereign-Klasse, wird sich vielleicht lohnen, die zu bauen, ja. Das hier benötigen wir auf jeden Fall auch noch. Verbesserte Panzerung für Sternenbasen. Und also vier Punkte für Panzerung und 20% Hüllenpunkte generell so. Das ist die Reparaturwerft, die aber echt ziemlich überflüssig ist, meiner Meinung nach. Aber genau das habe ich auch mit meiner Raumstation hier. Was ist mit meinem Timer? Also ich weiß, dass das die beiden hier die Heimatplaneten sind. Das heißt eigentlich, ich glaube, die Klingonen kann ich sehr schnell auslöschen und die Romulaner auch, wenn ich es schaffe, ich halt dahin zu kommen. Ich würde fast sagen, die Klingonen sind leicht, aber ich kann auch irgendwie die Romulaner nicht wirklich unbeaufsichtigt lassen. Hinterher verletzen die sich noch. Ich weiß auch nicht, ob ich die Entscheidung jetzt treffen soll, in 4 Minuten. Und ich weiß nicht, also wenn, mache ich wahrscheinlich nur eine halbe Stunde, eine extra Folge Aufnahme. Und aber sonst möchte ich eigentlich nicht mehr so viel machen, weil ich muss das alles auch noch encodieren und so. Und irgendwann auch nochmal hochladen. Ich meine, vielleicht werde ich dieses Wochenende auch nochmal aufnehmen. Also Moment ist ja Karneval, also langes Wochenende. Das könnte hinkommen. Falls wir nicht auch noch die Borg-Sachen da aufnehmen. Ich guck gleich mal. Aber erstmal, ich möchte gerne noch ein bisschen was schaffen. Akira-Klasse, was sieht überhaupt mit meinen Akiras aus? Habe ich auch nur noch zwei. Auch, ich habe eigentlich nur zwei gebaut, aber es wäre trotzdem besser, wenn ich noch zwei mehr hätte. Das sieht gut aus. Okay, was benötigen wir noch?
Intrepid Klasse. Kann nicht schaden, das zu haben, auch wenn ich glaube, ich keine Intrepids dabei habe. Was habe ich noch? Irgendwo konnte ich doch noch ein paar Upgrades machen, oder? Habe ich echt schon alles? Also hier ist ziemlich viel, aber gleichzeitig auch irgendwie ziemlich wenig. Diesen Planeten könnte ich mir ziemlich leicht holen. Aber ehrlich gesagt möchte ich mir die ganzen kleinen Planeten gar nicht holen. Irgendein Planeten, auf dem ich... Da habe ich mir auch nicht nach Artefakten gesucht. Da auch noch nicht. So, Akira-Klasse und eins wird noch gebaut. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier drin nicht sehen kann, wie Schiffe konstruiert werden. Aber es wären wirklich viel zu verlangt. Ich finde schon toll, wie die den Maßstab geschafft haben. Weil hier, ich glaube, hier könnte die Enterprise oder hier, ja, das Schiff wirklich reinfliegen. Und das soll es ja eigentlich auch. Das ist schon glaubwürdig. Ah, nochmal genau hinsetzen. Weil ich habe irgendwie die Eigenart, dass ich irgendwann nicht mehr so gut sitze. Und das wird dann ziemlich scheiße. Mir ist übrigens aufgefallen, dass das Spiel noch gar nicht abgestürzt ist. Das heißt wahrscheinlich, dass der 4-Gigabyte-Patch, den ich drauf überlaufen habe, drüber hat laufen lassen. Was? Deep Space Nine wurde zerstört? Von der... Ach du Scheiße, nein. Der Titan. Die Romulaner haben ihren Titan. Aber anscheinend auch nicht sonst nichts. Das heißt, das könnte hinhauen. Betonung auf könnte. Ja, drei Tillis und ein romanisches Skimitar. Ich muss meine Flotte dahin bringen. Meine Flotte muss dahin. Also Titan größer als Sternbasen. Und damit hat es auch wirklich gerade sich entschieden. Ich muss die Romulaner erledigen. Klingonen leben übrigens auch noch. Das ist entweder gut oder schlecht. Ich weiß es noch nicht so genau. No tactical slots available. Okay, das ist soweit gut. Station complete. Station complete. Um mal mehr Rohstoffe rauszuholen, würde ich sagen, das. Und so ein Ding. Mal mehr Kultur zu verbreiten, weil Kultur ja so wichtig ist. Ah ja, okay, jetzt entscheidet sich mein Handy zu sagen, du musst jetzt aufhören. Aber ich will jetzt noch meine Flotte in Stellung bringen. Ich meine, mein eigener Titan und eine Flotte, das sollte eigentlich reichen, um ein romanisches Skimitar aufzuhalten, aber... Gleichzeitig, ich habe nicht den Eindruck, dass die angreifen wird. Ich bin mir sicher, jetzt halber bringe ich jetzt erstmal dahin. Und ich hole mir die Nova-Klasse. Ich auch noch einen von denen. Und dann fliegt er mal darüber und guckt, ob die Skimitar noch da ist. Los, flieg rüber. Bitch. So, da drängen wir die klingonische Kultur zurück. Und... Geil! Die romanische Skimitar ist weg! Wie sieht's hier mit, Feinden aus? Noch soweit gut. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt angepisst und hier sind jede Menge Schiffe. Ich muss da mal einen... auch mal einen Aufklärer hinschicken. Ich muss wissen, wie das da aussieht. Ich brauche generell mal ein paar Aufklärer. Das geht gar nicht sonst. Einfach um generell immer zu wissen, was gerade so abgeht. Ich meine, ich werde vielleicht vergessen, die loszuschicken, wie ich mich kenne, aber...
Man musste trotzdem bauen. Ansonsten würde ich wirklich sagen, wir holen uns die Romulana. Ganz echt, den Planeten muss man umbenennen in Romulus. Und das könnte Remus sein. Okay, das sind beides Eisplan. Ne, das ist ein Klasse D und das ist ein Klasse P. Das hier passt eher zu Remus, finde ich. Ich habe mich nur, ob die Klingonen schon ihren... die schon ihren Titan haben. So, wie sieht's aus? Habe ich inzwischen meine Aufreger? Ja. Fliegt und siegt! Habe ich eigentlich nie geguckt, muss ich sagen. Also irgendwie ziehen die Romulaner da ihre Flotten zusammen. Ach Leute, was macht ihr denn? Aber ich sehe irgendwie gar keine, doch. Oh. Ich sehe die Skimitar. Oh nein. Alles klar. Das könnte interessant werden, aber ich bin jetzt richtig gemein und ende das Ganze mit einem Cliffhanger. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Star Trek Armada 3.